Moin, hier ist der Angelus. Willkommen zurück zu Star Wars Jedi Survivor. Ich fange jetzt heute die Episode hier nochmal vom Speicherpunkt an. Also habe eben gerade eine neue Aufnahmesession gestartet. Jetzt nehme ich wieder ein paar Folgen auf. Deswegen kommt gleich nochmal ein Kampf, den ihr schon in der letzten Folge gesehen habt, wegen dem Speicherpunkt hier. Aber jetzt zu dem Zeitpunkt, wo ich diese Folge hier aufnehme, gab es heute ein Update fürs Spiel. Ein Patch kam raus. Endlich mal wieder. Wobei, endlich mal. Das Spiel ist jetzt auch schon 2 Monate raus. Ich bin jetzt bei Folge 65. Und jetzt gab es endlich mal wieder ein Update. Und das Update hat auch was gebracht, denn endlich ist mein Menü hier unten jetzt da. Ihr, da stand ja immer unentdeckt dran. Ich konnte ja in der Bar das auch nicht starten und hier war immer unentdeckt. Und jetzt ist das Feld endlich mal anwählbar hier in der Mitte. Und da steht Kopfgelder drauf. Kopfgelder funktionieren jetzt endlich, jedenfalls hier. Den einen, den man hier gekillt hat, das war ja storybedingt, wo das dann losging, wo man sie ja getroffen hat. Das habt ihr ja gesehen. Aber die anderen sind alle noch unentdeckt, weil dieses Menü für mich nicht da war. Und jetzt ist es da. Jetzt könnte man die anderen auch jagen. Jetzt, wo ich ja schon bei Folge 65 bin und die Story vielleicht auch nicht mehr so lange geht. Naja, 2 Monate gedauert. 16 Kopfgelder gibt es insgesamt. Super. Gut, aber es ist da, nach 2 Monaten. Also Leute, willkommen zurück zum Let's Play. Folge 65. Oh. Da habe ich nicht gedrückt gehalten und bin deswegen immer gleich sofort weitergeboostet. Da auf die Gegner rauf, das klappt. Die muss ich halt noch mal besiegen jetzt, aber macht ja nichts. Ich sehe dich. Kann man gleich gucken, ob das jetzt performance-technisch vielleicht auch noch was gebracht hat, ob das besser läuft. Auf Protokoll für Jedi-Kontaktwechsel. Protokoll für Jedi-Kontakt? Laufen heißt das. Und nicht auf ihn schießen. Steht das nicht in eurem Protokoll? Eine Wunde ist nur eine Wunde. Okay, einer ist runtergefallen. Schild weg. Schild ist weg. Warte doch, bis du in der Reihe bist. Und auch runter. Angreifer verletzt. Echt? Ich hoffe, du meinst dich selbst. Vorrücken? Du bist alleine. Oh ja, war nicht schlecht. Hey? Oh ja, der Druidiker sind ja noch da. Kurz mal hier hinten. Hier hinter heilen, ey. 65 Episode, Leute. Schön, dass ihr dabei seid, ne? Hab ich schon gesagt, aber auch danke, dass ihr so lange dabei seid. Kann man die runterschützen? Nein, ich werde die gerade noch schießen, ey. Boah, die halten sich aber echt oben, ey. Selbst hier an der Kante, ne? Ich werde dich ausschalten. Wer? Wo kommst du her? Starte eine Granate. Granate. Schöner Soundeffekt. Ruhig, Bruder. Lass mir auch ein paar übrig. Eine Abkürzung. Die Imperialen hatten ihm nichts entgegenzusetzen. Aber Dagon ist nirgends zu sehen. Nun, wir glauben zu wissen, wo er hin will. Wir treffen uns oben. Hätte ich beim letzten Mal aber bis hier gespielt, hätte ich da von Speicherpunkt auch anfangen können. Und das Reittier ist dann wieder da, um noch da hinten hinzufliegen, nach unten wieder. Ich denke mal, hier geht's noch rein. Links, rechts noch irgendwas? Guck mal, hier kann man noch an der Wand laufen. Da sind noch Gegner. Das heißt, dass hier der Fahrstuhl vielleicht nicht funktioniert. Ja. Oder? Ne, der Fahrstuhl ist um. Kell sagt diesmal nicht zum Fahrstuhl. Okay. Von der anderen Seite verschlossen. Das berühmteste. Alle Türen. Aber da kann man auch noch die Seiten hochklettern an den Drehdingen. Hier auch. Kampf. Hör auf damit! Ich hasse!
darf nicht so enden! Wie ist das möglich? Stand im Drehbuch so. Kann ich nichts für. Okay. Danke, BD. Bleibt wahrscheinlich auch nicht dauerhaft oben, oder? Halt dich fest. Okay, das dreht sich die ganze Zeit da. Runter, runter. Hey, wieso lässt er da los? Ich hab nicht gedrückt loslassen, ich hab nur runtergedrückt zum runterklettern. Jedis, ey, da weiß man immer nie. Wenn der Glaube an der Macht, an die Macht. Wobei doch, da ist so ein Da wird so was gebrannt oder so, ne? Na, wenn man hier gegenkommt, dann. Dann lässt er automatisch los. Nein! Ah! Wie doof. Ja, jetzt. Hey! Perfektes Timing. Das war Bone. Ich bin schuldig. Ich suche einen Landeplatz. Toll, die hätte ich ja so gekriegt. Ballert ihr die einfach weg, ey. Meine Güte, wir sind schon so hoch und müssen noch höher. So. Ja, ich weiß. Er entkommt uns. Natürlich entkomme ich euch. Erledigt ihn, Leute. Reingeschmettert, Alter. Okay. Die habe ich aber im Grund und Boden zerschmettert. Was habt ihr mit dem Observatorium vor? Was? Wir befolgen nur Befehle. Nur ein Bauer. Hast du ein Kommunikationsgerät bei dir? Ja. Aktiviere es. Jetzt. Mein Name ist Dagon Gera. Euer Angriff hier ist gescheitert und die Leben eurer Soldaten sind verwirkt. Ich habe getan, was ihr verlangt habt. Lass mich gehen. Gut. Okay. Euer Leben ist verwirkt. Die imperiale Garnison in der Nähe des Observatoriums war Dagon Gera und der geballten Kampfkraft der Bedlam Raiders nicht gewachsen. Aber man sieht aber auch wirklich, dass Dagon nicht aus dieser Zeit hier kommt, ne? Er legt sich einfach so mit dem Imperium an, denkt so, ja, die können mir gar nichts. Hat er noch keine Inquisitoren oder Darth Vader getroffen. Aber jetzt hat er sich denen gezeigt. Jetzt schicken sie vielleicht noch mehr Leute. Vor allen Dingen wissen sie jetzt, dass noch ein weiterer Jedi lebt. Und das mögen die ja nicht besonders. Okay, wo geht's jetzt hier? Sag nicht, ich muss da rauf. Uiuiui. Okay. Da lang vielleicht? Ich kann ja nicht durch die Laserbarriere. Da oben muss ich nämlich hin. Wir haben es so gut wie geschafft, das spüre ich. Dann haben sich die ganzen Jahre auf diesem Provinzplaneten gelohnt. Für Tenelor, Ravis, ich werde den Weg dorthin in deinem Namen freiräumen. Alles klar. Du gibst alles. Jetzt aber mal aufpassen können. Du hast doch gesehen, dass ich da unten hingesprungen bin, ne? Irgendwo muss ich aber wiederkommen. Was ist das für ein... Da steht jemand, ne? Ich sehe deine Waffe. Eine Sturmtruppe. Oh, kann ich hier den Fahrstuhl aktivieren? Als Abkürzung? Ja, ne? Ja. Das ist der Fahrstuhl. Na, ich muss ihn einmal benutzen. Abkürzung freigeschaltet. Dass man hier die Sachen mal einmal benutzen muss. Es hätte auch gereicht, wenn ich oben einfach den Knopf hätte drücken können. Um den Fahrstuhl
freizuschalten. Sonst hier oben nichts, ne? Was ist hier hinten noch? Kann man hier, kann man noch was machen? Jämmerlich! Hammerdien. Oder auf Zeit. Oh, ein Boss. Du hast mich warten lassen, Jedi. Urgost. Dagon Gera hat mich auserwählt, sein erworbenes kleines Leben zu beenden. Dann hat dein Meister schlecht gewählt. Faust von Ravis. Gerissen. Zeit zu sterben. Du hast mich gerade so erwischt. Hey. Noch ein Stim. Billiger Trick. Billiger Trick. Vor allen Dingen, gerade wo er den roten Angriff Gib gemacht hat. Gib mir mehr. Das war gar nichts. Jetzt pack ich die Kombos aus hier. Ah, der hat aber auch eine Reichweite damit. Das war doch mal, ne? Dagon spart sich wirklich keine Mühe, um uns aufzuhalten, was? Ja. Warte mal, wenn es hier noch weitergeht, dann ist der Kampf auf der anderen Seite... Ah, das ist so... Bonus. Weil da nur ein... eine Kiste drin ist. Gut, dass ich die Kisten habe, ich schon auf der Map sehe. Hallo. Stellung halten. Ah, kannst du die Stellung auch halten, wenn ich wieder weg bin. Okay. Was soll ich damit? Achso, ich muss hier nach oben, ne? Kann das sein? Gegner nähert sich. Da oben. Erschießt ihn. Eine Stimmverbesserung. Das ist ja noch besser als eine einfache Kiste. Gut, dass ich nochmal umgedreht bin. Jetzt werden auch die restlichen Stims wieder aufgeladen. Hoffentlich brauchen wir ihn nicht. Tada! Den brauchen wir noch. Jetzt habe ich 12 maximale Stims. Das war auch hier die... Ne, das ist nicht die Kiste, die angezeigt war. Da ist noch so eine Mittelkiste gewesen. Da irgendwo. Und die schwebt hier einfach in der Luft. Einfach so, wo soll die sein? Gehen wir wieder runter. Da war ich kurz... hat mich kurz erschrocken oder erschreckt, dass er sich an der Wand festgehalten hat. Legst du mich zusammen? Ich dachte, was hat der denn schon wieder vor? Cool, dass die Tür offen geblieben ist. Der war doch getroffen. War doch blau. Okay, nächster Raum. Niemand hier, der mich aufhalten will? Kann man darauf? Kann man? Da ist unser Boot. Boot landet. Ah, guck mal, wir können da das Ding noch anschießen. Muss ich wahrscheinlich auch lang, ne? Ich glaube, hier ist nichts mehr. Abkürzung? Von der anderen Seite? Geht von hier nicht auf. Ja, dann müssen wir wirklich da lang. Ah, das ist auch wieder so ein Runddings zum Klettern. Ja. Ah, toll. Ich dachte, der hebt diesen ganzen Container mit. Diese Dinger hasse ich. Sobald du irgendeine andere Kante berührst, lässt er halt sofort los. Oh oh.
schon bevor wieder so eine andere Kante kommt. Tut mir leid, dass du warten musstest. Jawohl. Ich habe vor der Landung ein paar Bedlam-Fliegen zerquetscht. Kein Problem. Vor uns ist ein ganzer Schwarm von denen. Haha, bist du bereit, Bruder? Holen wir uns den Kompass. Imperiale gibt's hier fast keine mehr, was? Nö. Sie haben die Bedlam Raiders unterschätzt. Ich sag dir eins. Deggan mag wahnsinnig sein, aber er hat eine Armee, die an ihn glaubt. Sie glauben, er führt sie nach Tenalor. Nur über meine Leiche. Wenn es nur über deine ist, dann bin ich einverstanden. Meine nicht. Wo wollen wir denn hin? Wollen wir fliegen? Nee, ne? Warum bin ich hier rübergesprungen zu dir? Muss ich jetzt wieder? Ich muss da oben hin. Da oben. Das ist da drüben irgendwo. Da. Okay. Wo kriege ich jetzt da so ein Kletterding hin? Da oben hinzukommen? Kann ich wieder den Arm anschießen, damit der hier wieder herschwenkt? Ja. Alles klar. Der einzige Weg führt nach oben. Kommst du, Schrottsammler? Vielleicht brauche ich noch mehr. Um da hochzukommen. Aber lässt er mich hier von zwei? Oder warte mal, ich kann ihn auch nach da, nach ganz oben bringen, so. Aber ich muss da selber noch rankommen, ne? Ja, loslassen ist perfekt. Ah ja. Jetzt bin ich zu weit weg, oder? Ne, vielleicht? Ne, es geht. Ohne Klettern sogar. Ladies first. Da ist ein Echo-Punkt. Ja, einfach nicht geht. Das macht er extra. Das macht er extra. Ja, hat er extra gemacht. Okay, hier sieht es wieder sehr technisch aus. Ein Imperialer. Wir haben einen erwischt, der fliehen wollte. Bitte, ich ergebe mich. Das ist die Armee, die den mächtigen Jedi-Orden vernichtet hat? Tötet ihn! Nein! Eigentlich war es nicht die Armee. Deggan Garra verschont auf seinem Weg zum Observatorium über den Wolken niemanden. Das hier sind die Sturmtruppen vom Imperium, vom Großen. Die Jedi wurden aber von den Klonkriegern platt gemacht. Die gibt es hier zu der Zeit hier kaum noch. Oder die meisten sind alt und dann in Rente oder gestorben. Weißt du, meine Tochter liebt technische Spielereien. Ja? Am liebsten hat sie diesen Schwarzmarktscanner, den ich einem Huttenvollstrecker abgenommen habe. Ich war ein schrecklicher Vater. Niemand ist perfekt. Du kämpfst, damit sie ein besseres Leben hat. Du hast recht. Das ist alles für sie. Ich glaube, dass er ein schrecklicher Vater war. Immer mit einem Jetpack rumfliegen und so angeben. Hoffentlich kommen wir nicht zu spät. Wenn Deggan den Planeten mit dem Kompass verlässt. Wenn er entkommt, sehen wir ihn nie wieder. Dann sollten wir das Tempo erhöhen und dafür sorgen, dass das nicht passiert. Was du nicht sagst. Was sind die ganzen Raiders? Ah, das gefällt mir gar nicht. Wo kommst du denn her? Wir sind schon fast an der Spitze angekommen. Jetzt gibt's kein Zurück mehr. Boah, von da hinten haben wir angefangen, ey. Was? Wollen wir hier raus? Dann brauche ich aber wieder. Oder? Irgendwas? Nee, hier. Hier ist ein Speicherpunkt. Wir müssen gar nicht aus dem Fenster raus. Halten wir einen Moment an. Er wollte nur wieder mit seinem Jetpack rumfliegen. Ah, guck mal, der zweite Fähigkeitspunkt, der lässt dabei... Dann hast du nur deine Augen entspannt. Ich habe mit... Willst du diesen Knopf wirklich drücken? Haben wir eine Wahl? Gut, dann los. Klar will ich den drücken.
Knöpfe sind da zum Drücken. Einer für dich, einer für mich. Oh, nett von dir, dass du teilst. Ich kann auch beide nehmen. Es droht ein Kampf. Bereit, Bruder? Ich denke, du wolltest den einen nehmen, dann halt ihn noch auf. Bleib doch bei dem, der ist doch schon gut wie tot. Oh. Hast du das gesehen, BD? BD guckt bei mir zu, ist viel spannender. Halt einen Schuss vor! Muss ich doch wieder beide töten. Oder ausschalten, sind ja Druiden. Ja? Okay. Hacken, hacken, hacken. Hast du was gefunden? Sehen wir uns das mal an. Ein kleines Okular. Dieses sich drehende Okular wird von derselben Kobo-Materie angetrieben wie die Waldanlage. Das größere Modell zeigt, dass Wissenschaftler der Republik dies als Prototypen für spätere Entwürfe entwickelt und sich dabei auf Kompaktheit und Effizienz konzentriert haben. Ja. Kannst du das den Code schließen, BD? Na klar kann der das. Bleib vom Gegner. Zeigen wir ihnen, warum wir die Besten sind. Jetzt hätten wir mal die Tür zulassen können. Entladene Waffe. Rakete abgefeuert. Guter Versuch. Leiten euren Angriff ein. Wähle ein Ziel. Das hilft dir alles nichts. Ich werde dich zur Strecke bringen. Nur einer. Der ist gut gemacht, Kerl. Jetzt müssen wir noch mal drehen. Daneben. Bevor du es bereust. Wir haben die Party gefunden. Ah, allerdings. Es wird Zeit, ein Exempel. Ich mache trotzdem weiter. Nicht heute. Wow, da kommt noch eine Explosion, ey. Die sind down? Die sind down. Jawohl! Detonator! Der zittert doch ein bisschen. Festgestellt. Bereit für ein wenig Spaß? Zeitverschwendung. Das macht gar keinen Schaden. Habe ich ihn hochgehoben und dann auf den Boden jetzt geschmettert? Bin ich dran. Das hat keinen Schaden gemacht. Seid ihr zwei okay? Jetzt hat mich oben der ganze Zeit der andere Druide schön in der Kombo unterbrochen hier. Ja, kümmere dich mal. Ist ja so. Der ist tot, okay. Geht doch. Jetzt macht er wieder nichts, ey. Jetzt stehe ich hier wieder rum wie so ein. Wie schmeckt das? Noch jemand für Runde 3? Ist das schon die dritte Runde? Ich habe nicht mitgezählt. Ich glaube, das war die zweite. Aber jetzt ist es ein bisschen ruhiger, ne? Guck mal, wie schön der Fußboden glänzt. Voll sauber. Ist das die Tür von der... Ne, das ist eine andere Tür, ne? Die ist natürlich... Ich komme nicht durch.
Warum fliegt er jetzt hier nicht raus? Dann macht die Tür von der anderen Seite auf. Okay, wenn da die Tür nicht aufgeht, da ist was. Was machst du da eigentlich mit diesem Ding? Jedi-Zeug. Mach dir keine Sorgen. Jedi-Zeug. Angeber. Angeber, du mit deinem Jetpack, ne? Halt mal die Klappe. Muss ich nach oben? Muss ich das dahin bringen? Muss ich das so? Wie hoch muss es? Nein! Nicht einfach loslassen. Die fliegen nicht selbst an die Position. Ah. Oder was ist auf der anderen Seite noch? Ne, da ist nichts mehr. Da oben, habt ihr gesehen? Ein Speicher. Also ein Leerpunkt. Na, aber da muss ich höher für. Nein. Guck mal, wenn ich mich ganz nach oben puste. Ah, so. Was gab's? Fähigkeitspunkt. Jetzt habe ich 3. Eben war ich kurz vor dem zweiten. Jetzt habe ich aber wieder 3. Das war super. Ist ja fast wie in der Wolkenstadt jetzt hier mittlerweile, ey. Das ist die Tür von der anderen Seite. Was? Das war Abkürzung freigeschaltet, aber... Wo geht's denn dann hin? Nach oben wieder. Na, dann muss ich mich wieder von hier draußen nach oben boosten. Von hier vielleicht? Ne, da waren wir doch, oder? Warte mal, da ist noch eine Tür oder so. Aber das ist auch oben. Von da... Da muss man wieder irgendwie an der Wand laufen. Dahin. Naja, vielleicht von außen und dann wieder dann nach ganz oben oder sowas. Die Abkürzung habe ich jetzt auf jeden Fall. Weil hier drin habe ich jetzt nichts gesehen. Hier kriegen wir auch nur die Dinger raus. Ja. Wird schon schief gehen. Leute, wir machen in der nächsten Episode weiter. Folge 65 war das. Danke fürs Einschalten. Hat Spaß gemacht heute. Wir sind echt gut flott vorbeigekommen. Oder vorangekommen. Und Boat hat diesmal auch mal wieder im Kampf mitgeholfen. Also, wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da und dann bis zur nächsten Folge. Ciao.